Jetzt? Ich kriege einen Versuch hier in den Arsch, Junge. Dankeschön für den Raid. Das Spiel ist eigentlich schon ziemlich laut. Dann ist es bei dir sehr leise. Was hat der gespielt? Ach, Phasmophobia. Nice. Waren die Runden gut? Oh. So, wir haben also herausgefunden, wer dahinter steckt. Könnte mich nicht beklagen. Das ging doch sehr gut. Auch auf Jobsuche, wir packen das. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Oh, Alter, meine Nase ist gerade so zu. Material, immer her damit. Coolen Bogen, gib mal her. Einfach wegrauchen. Das Schloss ist verliert. Das hat sich nicht gut angehört. Schloss ist aua! Ich werde hier schon wieder durchgeradet. Dankeschön für den Raid. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Ey, nicht so beleidigt hier, ja? Wie viel kommen denn noch? Ach, nochmal drei? Ich hab was für dich, du Pferd! Los geht's! Arschloch! Geh hier! Allerstochen! Warte, ich muss mal kurz hier gucken. Ultalüchen! Und Breitling nochmal! Und Checker! Und René! Watch Party gab's bei Cat! Nice, was habt ihr denn geschaut? Wir haben einen Film geguckt. Was für ein Film?
Wir müssen auch wieder eine Watchparty machen. Hätte ich auch wieder voll Bock. Insane. Das klingt irgendwie nach Horror. Oder Thriller. Sag mir jetzt gerade nichts. Wow, first try, nice. Ich werd diebeln. Horror, definitiv. Sehr gut. Und empfehlenswert? Weil der Film sagt mir jetzt gerade gar nicht. Hier hoch. Bisschen Psycho war es auch. Also war es schon. Psycho-Horror? Das ist doch der beste Horror. Nicht immer nur Splatter, sondern... Abfuck. Killer-Sofa. Du, Benny? Wenn ihr Trash sehen wollt, guckt Killer-Sofa, ja. Das ist ja böse. Schmerzhaft. Das ist der Eingang. Ich höre schon Elektro. Trich. Alter, ich werde Meisterhackerin und also Einbrecherin ohne Scheiß. Ein Film mit zum Mithassen, denke ich, sagt alles. Ja, der Film war gut. Persönlich kann ihn nicht empfehlen, aber objektiv betrachtet war er spannend und lädt zum Mithassen ein. Oh, Mithassen. Ich bin so Typ Mensch, wenn ich jemanden nicht leiden kann in Filmen oder Spielen oder Serien, weil die halt richtig üble Scheiße bauen, dann da fühle ich extrem mit. Angriff der Killer-Tomaten war auch ein guter Film. Hey, Killer-Donuts ist auch. Ehrlich jetzt, bitte lass mich gehen. Nein. Erst will ich ein paar Antworten. Ehrliche Antworten. Das schafft der Film sehr gut. Oh. Hast du das Mehl geklaut? Nein. Ich weiß nicht mal, wo es ist. Warum hast du mich dann attackiert? Ich dachte, du bist einer von Dodgers Geldeintreibern. Ja, Killer Donuts kenn ich. Du hast Schulden bei Dodger und hast die reiche Ernte deiner Mutter als Pfand verwendet. An dem Abend hatte ich eine Glückssträhne. Es ging um so viel Geld, dass wir Jensens Land hätten kaufen können. Mama und ich hätten wieder Wasser gehabt und hätten uns ein schönes Leben machen können. Aber dann lief alles aus dem Ruder. Und ich hab den Kürzeren gezogen. Hat Dodger also das Mehl geklaut? Zum Tilgen der Schulden? Ich glaube nicht. Dann hätte er mich einfach zwingen können, es ihm zu bringen. Hätte ich auch. Für sowas ist er zu faul. Aber weißt du, sag ihm das bloß nicht. Was bedeutet das alles? Hä, wo kommt ihr denn jetzt her? Du hast es mir gestohlen. Nee, das war doch jetzt der Sohn, oder nicht? Fuck. Bei Tele5 laufen solche Highlights der Filmgeschichte. Ja, Tele5 ist echt ein guter Sender dafür. Was mir noch fehlt, ist mit diesem Killerreifen. Den Film kenne ich noch nicht. Hentai Kam kenne ich den ersten Teil. Den zweiten wollten wir uns auch noch anschauen. Hassfaktor ist vergleichbar mit Green Mile und Run. Oh, okay. Ja, dann werde ich auf jeden Fall mithassen. Rubber, ja. Wartet aber lange auf deine Antwort. Sehr geduldig, die Frau. Ja, das ist gut so. Oh, meine Nase ist gerade so zu. Käfers vs. Killer-Moskitos. Den Film empfehle ich nicht. Der hat so wehgetan. War so scheiße. Ich wollte die ganzen Schauspieler einfach nur erwürgen. War nicht schön. Also es war echt eine Qual. Und ich habe das aber durchgezogen. Ah, nee. Ich hätte am liebsten selber da gekifft. Damit ich diesen Film nicht mitbekomme. Ohne Scheiße, das war schrecklich. Ja. Müssen wir nochmal gucken. Nee, den tue ich mir nicht nochmal an. Nie wieder in meinem Leben.
Das war so, oh, grottig. Ja. Dein Sohn ist ein Dieb. Er wird sich jetzt mal mit den Wachen unterhalten. Oder er verrät mir, wo er das Mehl versteckt hat. Und zwar jetzt. Ich sag's dir doch, Mann. Ich war das nicht. Natürlich war es nicht. Spinnst du? Was? Ich weiß, es ist vielleicht schwer zu schlucken, aber alles deutet auf ihn hin. Vor allem hatte er ein Motiv. Das ist das Entscheidende. So, nun raus mit der Wahrheit, Benny. Erzähl deiner Mutter von deinen Schulden. Vom verlorenen Kartenspiel. Sie weiß es wahrscheinlich noch. Ich bitte dich. Meinst du, ich würde meinen eigenen Sohn nicht kennen? Er hat damit nichts zu tun. Lass ihn. Ich lege ein Geständnis ab. Wir haben uns an dieser Ernte monatelang die Finger wund gearbeitet. Es hätte monatelang gereicht. Hätte Brot für den ganzen Bazar ergeben. Aber weißt du, was Dodger damit gemacht hätte? Er hätte es uns zum dreifachen Preis zurückverkauft. Am Ende hätten wir für unser eigenes Mehl bezahlt. Unfassbar. Alles wegen eines blöden Kartenspiels. Das hätte uns ruiniert. Das durfte ich nicht zulassen. Niemals. Dann beschuldigst du deine beste Freundin, Alter. Also, wo ist das Mehl denn nun? Unter dem Wasserturm. Bitte versteh mich. Dodger darf es nicht bekommen. Wieso nicht? Er hat es ehrlich gewonnen. Dodger, ehrlich? Dass ich nicht lache. Er ist ein Betrüger. Jeder weiß das. Bloß beweisen kann es keiner. Okay. Hatte ich ein paar Leute in der Watchfall gesehen, aber echt schon einmal reicht. Wäre dann ein Kompromiss möglich? Können wir ihm was anderes geben? Typen wie Dodger sind nie sonderlich kompromissbereit. Er muss mit sich reden lassen. Sprich mit ihm. Bitte ihn um Aufschub. Bitte. Wir flehen dich an. Na, ich werde drüber nachdenken. Hä, und was ist jetzt mit deiner besten Freundin, die du beschuldigt hast? Du bist unsere einzige Hoffnung. Werd jetzt nicht melodramatisch, Benny. Du bist unsere einzige Hoffnung. Was ist mit den Synchronsprechern hier los? Mit dem kann man nicht reden. Kennt ihr Killer-Biber? Ja, den kenne ich. Ach so, die Donut. Sorry. War gerade vertieft in den Text. Dankeschön, Pierre, für die 5 Erdbeeren. Danke nochmal fürs Aufmerksam machen. I'm sorry. Das gebe ich gern zurück, Pierre. Das weißt du. Danke, danke. Kriegst du eigentlich wieder. Axt. Hallo, Tulki. Nach Killer-Biber hatte ich auch Bock, Biberbrüder zu schauen. Ich kenne nur die Biberbrüder. Wie hießen die Brüder nochmal? Ich habe es auch immer geschaut. Manchmal wache ich in der Nacht auf und vergesse, dass der Niedergang überhaupt stattgefunden hat. Das ist so ziemlich die einzige Zeit, in der ich lache. Ich weiß nicht, ich bin Backer. Quatsch, bist du gar nicht. Daggert und Norbert. Wer war jetzt Norbert und wer war Daggett? Norbert war der Hellere, ne? Das ist eine Schande. Ich könnte die Arbeit gebrauchen. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Aber wenigstens kennt uns hier niemand. Hast du vergessen, was beim letzten Mal passiert ist? Der Schlaue. Also der Hellere. Norbert war der Coole. Wem mochtet ihr? Ich mochte immer Daggett. Aiden, du bist jetzt eine Weile hier. Norbert ging mir immer voll auf den Sack. Ich hörte, die Männer des Schlechters sind auf irgendeiner komischen Droge. Ich mochte ihn nicht, ich mochte den anderen immer. Spiel sieht interessant aus. Ist auch sehr interessant. Macht echt viel Spaß. Auch mit dem Parcours und alles, wie flexibel man sein kann.
Zombies den Schädel spalten. Perfekt. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Hui! Catdog war auch nice. Da mochte ich den Hund mehr. Als er das Wasser nicht den PKs gegeben hat. Findest du nicht auch, dass es ja, weil es uns gehört. Ich wäre mir da nicht. Ich hatte schon was anderes befürchtet. Aber jetzt sieht es nach einem guten Jahr für auch ab und zu. Ich bewässere den Boden Handygeräusch? Jeden Abend. Okay. Sie haben mich überrascht. Woher sollte ich wissen, dass Sie eine Schere haben? Soll das ein Witz sein? Okay, machen wir es ein bisschen spannender. Noch einen Hunderter. Niemals. Außer wenn wir 10 Sekunden von der Zeit abziehen. Okay. Wow. Ja, mein Handy ist aber echt weit, weit weg. Das war schon fast unmöglich. Das ist mein Interface und alles. Also Mischpult. Da ist mein Handy auf der anderen Seite. Aiden, hast du mein Mehl gefunden? Genau deshalb bin ich hier. Theresa und Benny sind in großer Not. Kannst du ihnen die Schulden erlassen oder ihnen mehr Zeit geben? Niemals. Ich bin doch kein Wohltäter. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Benny hat freiwillig mitgepokert. Markus, modernes ein Leben. Mann, ja. Der seine Schulden nicht zahlen auch gern kann. Geguckt. Ist kein Mann, oder? Dumm ist der, der Dummes tut. Vielleicht lernen sie draus, wenn sie wirklich komplett alles verloren haben. Weißt du was, Aiden? Ich glaube, ja, ich wüsste was, wovon wir alle etwas haben. Aha. Das Mehl interessiert eh keinen. Soll ich jetzt Bäcker werden oder was? Nein, ganz sicher nicht. Aber was man mir schuldet, will ich. Ich habe eine Wette mit Urban laufen. Hey, wow, das ist nicht fair. Der nicht. Der läuft Mauern hoch. Klar ist das fair. Es gibt keine Regel, die dagegen spricht. Aiden, pass auf. Wenn du das packst, bekomme ich von Urban mehr, als ich mit dem Mehl verloren habe. Sag mal, pupst er die ganze Und Zeit? Was ist denn da los? Ich was abgeben. Was meinst du damit? Also, auf der Kirchturmspitze ist eine, naja, so eine Art Fahne. Vom Boden sieht man es nicht, aber diese Fahne, naja, es ist nicht wirklich eine. Also, du wirst schon sehen. Roman und ich haben gewettet, ob ich jemanden finde, der sie uns stibitzen kann. Seit Jahren erhöhe ich meinen Einsatz und Urban zieht jedes Mal mit. Mittlerweile geht es um so viel, dass es jammerschade wäre, es nicht zu versuchen. Ich habe es nicht eilig. Geh du lieber weiter mit dem ja, Einsatz. Ja, ich habe sehr viele Boni gegessen. Was? Scheißt du dir plötzlich in die Hose? Nee, du entscheid. Guck doch mal, was da bei dir für ein Qualm rauskommt. Eine Niederlage würde dich ruinieren. Lass mich mal in Ruhe. Wenn Aiden mitmacht, bin ich dabei. Das Zeitlimit ist knallhart. Aber ich vertraue Aiden. So, bist du dabei? Oh, mit Zeit? Oh je. Kann losgehen. Okay, dann mal los. Alles klar? 3, 2, 1, los. Mach hin, Aiden. Gib alles. Ja. Heilige Güte. Oh, das geht schon los. Oh, ich hasse sowas. Oh Gott, was ist das denn? Was ist denn das für ein Scheißbrett? Oh, geh kacken, Junge. Ah,
Natürlich, hier komme ich nicht hoch. Oh, das ist ja Mist. Gar nicht nervös oder so. Quatsch. Überhaupt nicht. Oh, das ist ja da hinten. Warum kletter ich denn da hoch? Ich bin viel zu weit nach oben geklettert. Weil wir das easy schaffen. Ich wollte zeigen, wie gut wir sind. Ja. Ja. Seht ihr? Ich muss noch runter. Oh, fuck. Das überleben wir, oder? Ja, easy peasy. Und wenn er den nicht verkaufen will? Wenn es doch nur nicht so schnell gehen müsste. Habe ich's nicht gesagt, Urban? Hab's doch gesagt. Bei dir, Arno, danke, dass du da warst. Wir haben einen Gewinner. Die Unterhosenaufgabe ist gemeistert. Sehr gut, Aiden. Na schön, na schön. Reg dich ab, ja? Helme steht dir nicht gut, weißt du? Also, was hat's mit dieser Fahne auf sich? Das ist eine von Karls alten Unterhosen. Du hast Theresas und Bennys Leben für eine alte Unterhose riskiert? Es ging mehr um die Wette selbst, aber die Unterhose hat Symbolcharakter. Die Story dazu ist wirklich großartig. Niemand erinnert sich genau, aber vor langer, langer Zeit flog Karls Wäsche im Sturm von der Leine und landete auf dem Dach. Karl wollte eine Mission starten, um sie zu retten. Unglaublich, oder? Alle lehnten ab. Niemand konnte so hoch klettern. Wenn wieder Sturm ging, kam hin und wieder ein Teil runter, eine Socke oder auch ein Hemd. Aber Karls Unterhose flatterte munter weiter. Ich habe gegen Urban gewettet, dass ich jemanden finde, der sie uns holen kann. Und das habe ich auch geschafft. Hallo Eis. Habe ich mein Leben riskiert für eine Unterhose? Erlässt du Theresas und Bennys Schulden nun? Schon vergessen. Und du, mein neuer Freund, hast mich gerettet. Nimm dies als Dank. Was denn? Okay. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Theresa. Und ich hoffe, sie entschuldigt sich bei ihrer besten Freundin, ex-besten Freundin. Die hat ja ihre Freundschaft im Grunde leider wegen sowas riskiert. Hatte sie da drin? Der Hosenmoney, ja. Hallo, Jost. Sind Sie zurück? Die Nightrunner? Warum kann Helmut das nicht erledigen? Ah, richtig. Helmut wurde letzte Woche von einem Befallenen getötet. Plan 1 Unterhosen, Plan 2? Fragezeichen. Plan 3 Profit. Ja. Mit einem
Nachricht süß. Jetzt hab ich dich, du Scheißkerl. Töte den Dicker. Gefecht. Erstick dran, du Wichser. Macht ihn alle. Bereit? Hui. Dich hole ich. Dong. Packst du das? Halt still. Du sollst wirklich nicht allein hier rumlaufen. So. So, ich bin dann auch raus. Alles klar, weggepurcht. Dann danke nochmal für den Raid vorhin. Fürs Zuschauen. Und schlaf schön. Ich muss auch langsam mal schlafen gehen. Aber ich würde gerne die Aufgabe noch erledigen. Oh, meine Nase. Blöde Allergie. Dankeschön. Zeitarbeit, V. Zeitarbeit. Tedlis. Ich habe nicht genießt, aber danke. Ich komme mich ebenfalls hin. Ja, ist ja auch ziemlich spät schon. Erhol dich auch gut, Fult. Danke fürs mit rüberkommen. Zeitarbeit sind moderne Sklaventreiber. Ja, das weiß ich. Ich wusste jetzt nicht, auf was das bezogen war. Ach da. Warum breche ich jetzt die Tür auf? Richtig? Wer weiß. Wie ist es mit Dodger gelaufen? Gut. Er lässt dich jetzt wegen des Mehls in Frieden. Wow, wie hast du das denn geschafft? Ich habe eine Wette für ihn gewonnen. Eine komische Wette. Aber nun stehen wir in deiner Schuld. Und die können wir niemals begleichen. Dann begleiche sie, indem du dich bei Anna entschuldigst. Ja, natürlich. Oh, was habe ich nur getan? Ja, sehr dumm. Ich mache es sofort. Du hast ihr Vertrauen zerstört, weißt du das? Ich war so ein Idiot. Das ist alles meine Schuld. Ja, muss ich mit entschuldigen. Bleib in Zukunft einfach sauber. Für dich selbst, aber vor allem für deine Mutter. Das war knapp. Das ist alles meine Schuld. Das war knapp. Diese random Sache. Wow. Oh Gott, ey. Manchmal ist es ganz schön komisch hier. Ah, okay. Eine Flötistin? Ach, die hat mir schon mal gehört, ne? Hui! Puh. So. Ach, wegen Zuschauerzahl. Das ist nicht böse gemeint. Ich werde sonst nervös. Das ist nicht böse gemeint.
ich werde nur nervös. Teilweise. Deswegen habe ich das bei mir komplett ausgeblendet. Alle schlechter sind auf irgendeiner komischen Droge. Wieder wie Alamut. Echt? Ja. Deswegen habe ich das komplett ausgeschaltet. Ich sehe nie, wie viele Leute ich habe. Gefühlt null weiter hier, ne? Ich meine, guckt euch. Alter. Das gibt's auch noch. Es gibt noch diesen. Das hier gibt's auch noch und ich bin immer noch hier. Verdammt. Ah, die Nebenaufgaben sind gar nicht mal so schlecht. Herausforderung. Okay. Kann ich ja noch annehmen. Herausforderungen sind halt so Zeitsachen, Parcours-Gedöns. Was nur zu sehr, keiner mag dich zufrieden. Ja! damit komme ich besser klar. Was macht ihr eigentlich gerade so nebenbei? Und diese eine Mission. Ja, ich hole mir noch die Herausforderung, damit ich die in meiner Missionstab drin hab. Ich hörte, die Männer des Schlechters sind auf irgendeiner komischen Droge. Schräg abschneiden. Hui. Ich bin so schnell wie der Blitz. Hallo. Hallo Blitz. Hey, wie geht's? Du weißt also, ich bin Donner, bei mir kracht's immer. Ah, wer weiß das nicht? Tja, ich bin eine echte Legende. Was sagt man denn so über mich? Fragen irgendwelche heißen Miezen nach mir? Haufenweise. Träumen alle davon, die Legende mal zu treffen. Haha, so ist mein Leben. Tja, was soll ich sagen? Er glaubt's noch. Als schnellster Wasserlieferant auf den Dächern ist man halt ein Promi. Und meine Auswahl ist riesig. Ja. Ohne Kohlensäure, mit Kohlensäure, Lavendelgeschmack, Honiggeschmack, sogar Brennnesselgeschmack. Was? Brennnesselgeschmack? Da gibt's doch Brennnesseltee. Wer weiß. Klingt doch spannend, oder? Wer weiß? Warte Marketing mal, was? Marketing nennt man das. Die Leute trinken es, solange es sich hip und abgefahren anhört. Reißen sie es mir förmlich aus den Händen. Bist du hergekommen, um mich herauszufordern? Soll der fabulöse Sadio dir den Arsch versohlen? Ja, ich was? Weiß, dass ich chancenlos Nein. bin, aber es wäre mir eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Du hier sein, Miep? Das wäre es. Wenn du bereit bist, nimm diese Flaschen und lauf. Aber pass auf, dass du dir nicht die Beine brichst. Ach, das ist kein Problem. Ich breche mir den ganzen Körper. Es ist okay. Nachdenken. Witcher 3 zocken. Hier kann man auch essen. Damals in der Schule Brennnesselsuppe gekocht. Lisa, was? Was?